Hallo zu meinem zweiten StarCraft 2 Beta Replay Cast. Dieses Mal sehen wir uns ein 1 gegen 1 an. Und zwar spielen hier Jinro, das ist Frozen Arbeiter von TeamLiquid.net, falls ihr den kennt. Und als Protoss hier oben Ocean. Er dürfte übrigens von Tod sein, soweit ich das mitbekommen habe. Was hier im Chat geschrieben steht, nämlich. Und ja, diesmal gibt es auch Mouse Tiger, wir sehen es. Ich spiele hier Zerg gegen Protoss und wir werden lustige Sachen sehen. Beide haben schon angefangen, ihre Mineralien abzubauen. Und Ocean sendet seine erste Scout-Drohne aus. Beziehungsweise baut ihn hier zuerst noch einen Pylon und dann scoutet er weiter. Während Gino seinen Overlord natürlich gleich rüberschickt zur Protoss-Basis. Also ich glaube, er weiß noch gar nicht, dass er Protoss als Gegner hat. Viele Leute spielen in der Beta immer noch random, weil die Unterschiede noch nicht, also weil die Ausprägungen der Spielstile noch nicht so stark sind. Die Karte ist relativ interessant. Es ist hier quasi eine U-Form hier. Und die Nahkampfeinheiten bzw. die bodengebundenen Einheiten müssen hier quasi in U-Richtung um diesen Lagerwatcher rumrennen, außer sie zerstören diese Felsen hier, dann können sie direkt die Abkürzung nehmen, während Flugeinheiten quasi direkt über den kleinen Abstand hier fliegen können. So, was kann ich nachher sagen? Genau. Wir schauen jetzt kurz mal Jinro bei der Arbeit zu. Das heißt, wir haben die Player-Kamera aktiviert. Wir sehen jetzt genau das, was er gesehen hat, während er gespielt hat. Leider sehen wir seinen Mauszeiger nicht. Alles andere sehen wir, also welche Einheiten er ausgewählt hat und wo er hingesehen hat. Er baut jetzt erst seinen Spawning Pool. Sehen wir hier. Das heißt, bis jetzt konnte er noch gar keine Einheiten bauen, also keine Kampfeinheiten zumindest. Ab jetzt könnte er dann, wenn dieser Spawning Pool endlich fertig wird, kann er dann Zerglinge bauen. Wird er auch gleich machen wahrscheinlich. Ja, hier kommen schon die ersten Zerglinge. Ocean hat da schon ein Gateway und baut einen Zerat. Allerdings, das sind übrigens die Zerats, sind die Berserker aus der deutschen Version. Also ich weiß nicht, ob die wieder mit Berserker übersetzt werden. Allerdings geht hier Ocean eher weniger auf Berserker als, wir werden dann später sehen, was er genau baut. Er hat nämlich schon relativ früh begonnen, Gas abzubauen. Hier in seiner ersten Assimilator. Auch Frozen Arbiter hat bereits Gas gesammelt und wird eher auf Technologieeinheiten setzen. Gas ist nämlich die Ressource, die eher dafür da ist, Einheiten abzugraden oder bessere Einheiten zu bauen. Also kleinere, schwache Einheiten, die man am Anfang bauen kann, brauchen meistens nur Mineralien und Supply, während stärkere Einheiten immer auch noch Gas brauchen. Hier haben wir, wir sehen es leider nicht mehr. Das Hauptgebäude der Protoss kann eigentlich etwas Neues, Tolles. Hier ist ein Zergling durchgeschützt. Kann nämlich andere Gebäude, hier sehen wir es rechts unten, schneller machen. Also es hat Energie, lädt sich auf 100. Und dann kann man mit einer Spezialfähigkeit andere Gebäude für 30 Sekunden 50% schneller machen lassen. Das sind Türme schießen schneller und Gebäude bauen schneller. Ob es sonst noch etwas gibt, weiß ich leider nicht. Noch nicht ausprobiert, noch nicht dazu gekommen. Wirkt sich vor allem gut aus, wenn man im Hauptgebäude schnell Drohnen nachproduzieren muss oder schnell Einheiten nachproduzieren muss. Ocean baut hier seinen ersten Stalker, der kostet 50 Gas, weswegen er auch schon relativ früh mit dem Gas angefangen hat. Es gibt noch einen anderen Grund, warum er mit Gas angefangen hat, das sehen wir aber allerdings erst später. Frozen Arbiter macht hier den ersten, also seinen Roach Warren, damit er aus den Zerglingen dann auch Roaches bauen kann. Das sind quasi die erste und wahrscheinlich meist gebrauchte Fernkampfeinheit der Zerg. Die Roaches haben nämlich den Vorteil, dass sie sich nicht nur eingraben können, sondern machen mit ihren Schüssen die Gegner langsamer und können, wenn sie eingegraben sind, durch ein Upgrade sich noch bewegen. Das heißt, sie können sich untergrund weiter hangeln. Zwar nicht allzu schnell, aber quasi unsichtbar, solange der Gegner keinen Detektor hat.
So, ich glaube, Ocean. Ja, hier sehen wir, Ocean baut nämlich schon ein, hat nämlich schon ein Stargate gebaut, in dem Flugeinheiten gebaut werden. Und baut dort schon einen Void Ray. Das ist eine der ersten Flugeinheiten der Protoss. Void Rays haben die Spezialität. Hier sehen wir den Stalker, der auf einen Overlord schießt. Und einen quasi aktivierten Lagerwatcher. Void Rays haben die sehr unangenehme Angewohnheit für den Gegner, dass sie, wenn sie länger auf ein Ziel schießen, immer stärker schießen. Also die schießen mit so einem Strahl und der wird mit der Zeit immer stärker. Wir sehen das nachher noch gleich. Frozen Arbeiter hat sich entschlossen, relativ schnell zweite Ressourcenstelle zu erschließen, also eine Echse zu bauen. Kann jetzt aber dadurch, dass die Echse relativ viel Geld kostet und er nicht so viel Kampfeinheiten bauen konnte, die Echse quasi nur sehr schlecht verteidigen. Er zieht jetzt seine Queen mit runter, ich verstehe nur leider nicht, warum man keinen Zielzimmer macht oder warum man seine Einheiten heilt. Auf jeden Fall kriegt er jetzt relativ stark auf die Fresse. Und die Queen wird sterben und der Zergling natürlich auch noch. Oben haben wir schon den ersten, die ersten zwei Roaches. Während hier der erste Void Ray von Ocean schon in großen Arbeiter quasi wütet. Und jetzt sehen wir etwas sehr Unangenehmes. Der Void Ray schießt nämlich auf das Gebäude, auf das Hauptgebäude hier. Und Frozen Arbiter kann, dadurch, dass seine Queen gestorben ist, die Queen kann nämlich in die Luft schießen, die Roaches nicht, kann er den Void Ray hier gar nicht angreifen, das heißt, er schießt jetzt ungehindert auf das Hauptgebäude und wird mit der Zeit immer stärker, wir sehen, der Strahl wird immer dicker, macht ganz schön viel Schaden, und ich glaube, Frozen Arbiter wird hier sein Hauptgebäude verlieren, das wird sich leider nicht vermeiden lassen, er versucht einen Gegenangriff hier noch anzubringen. Kommt auch relativ gut durch, allerdings ist ja schon der zweite Void Ray unterwegs, der hier dann die Basis quasi noch verteidigen kann, weil die Sterglinge auch nicht auf den Void Ray schießen können. Das Hauptgebäude von Frozen Arbiter ist jetzt weg. Der Void Ray kann immer noch nicht angegriffen werden. Wie gesagt, die beste Verteidigung des Zergs gegen Void Rays sind ein oder zwei Queens. Mit denen kann man schon ganz okay verteidigen, während mit Hydralisken oder am besten sogar noch Mutalisken wäre es natürlich am allerbesten, allerdings braucht man da Hauptgebäude dazu, die man für die Queen nicht braucht, weil die Queen kann man einfach aufs Hauptgebäude bauen. Ja, und das war's schon mit dem zweiten Spiel. Großen Arbeiter wird nicht mehr viel ausrichten können. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. StarCraft 2 natürlich. Beta Replicast. Viel Spaß!